Also ich singe jetzt noch ein Lied von meinem wirklich deutschen Lieblingsinterpreten oder Lieblingskomponisten und Lieblingskünstler. Wir haben vorhin lange über ihn gesprochen. Udo Lindenberg hat ein Lied geschrieben vor langer, langer Zeit. Ein Lied, bei dem er über die Flüchtlingsproblematik spricht. Und das Thema ist ja heute eigentlich doch aktueller denn je. Also wir hören immer von Boat People und wir hören vielleicht auch ein bisschen was von Frontex, von dieser unsäglichen Grenzsicherungspolizei im Süden Europas. Und Udo hat ein Lied geschrieben, das heißt, er wollte nach Deutschland. Er ist 15 und war noch nie weg von zu Hause. Jetzt wartet er bloß, bis es dunkel ist. Dann nimmt er seine Sachen, nur das Nötigste. Er muss los und es gibt niemand, der ihn zum Abschied küsst. Sie dürfen ihn nicht kriegen, er muss schlauer sein als sie. Hat alles zu gewinnen und kaum was zu verlieren. Er hofft bloß, dass er es schafft bis zum Hafen und dann auf irgendeinen Tanker als blinder Passagier. Er wollte nach Deutschland, wo nicht überall geschossen wird. Er wollte nach Deutschland, wo niemand vor Hunger stirbt. Er wollte nach Deutschland, wo man ein bisschen Zukunft hat und es da bringen in so einer schönen, bunten Stadt. Er ist 15 und war noch nie weg von zu Hause. Jetzt sitzt er im Knast und er weiß nicht mal wofür. Gleich hinter der Grenze war sein Traum vorbei. Sie sperrten ihn ein und seitdem sitzt er hier. Aus Kroatien und aus Bosnien, aus dem Irak und aus Pakistan. Er kommt aus Albanien, Rumänien, Somalia, aus China, aus der Ukraine, aus der Türkei, aus Südafrika. Er wollte nach Deutschland. Wo man ein bisschen Zukunft hat und es da bringen in so einer schönen, bunten Stadt. Wie Magdeburg an der Elbe zum Beispiel. Danke Leute, vielen Dank.